Ja, Dr. Wong? Ja, hallo, hier ist Charlotte Vermont. Ich habe mich bei Ihnen wegen der Schlangengifttherapie erkundigt und ich bräuchte noch mal den Namen des Serums für die Ärzte im Krankenhaus. Okay. So wie es gesprochen wird. Ich notiere mir das mal. Und das haben Sie auch noch da. Mhm. Gut. Okay, vielen Dank. Achso, was ich noch fragen wollte, wie viel kostet das Serum überhaupt? 5.000 Euro für 3 Ampullen? Ja, nee, ist überhaupt kein Problem. Gut, ich melde mich wieder bei Ihnen. Tschüss. Meinst du wirklich, die Ärzte in der Klinik machen das mit? Ja, hoffentlich. Ich habe gut recherchiert, ich habe mich abgesichert. Und solange die Therapie richtig angewendet wird, ist sie auch ungefährlich. Aha, und wenn nicht? Sie wird richtig angewendet, sobald ich weiß, woher ich 5.000 Euro bekommen soll. Also wenn du da jetzt an eine Gehaltserhöhung gedacht hast, dann... Nein. Ich krieg das Geld auch irgendwie anders zusammen. Oh, ich dachte, ein Anruf, aber war nichts. Wann kommt denn Charlotte? Die kommt später, wenn sie mit dem Cozy fertig ist. Ich hoffe mal, dass sie pünktlich kommt, ne? Hast du den Wecker gesehen, Dinge? Wow, wo hast du den aufgetrieben? Den hat Birgit organisiert. Um 18 Uhr müssen wir Over the Rainbow spielen. Ist auf der Best of Lily CD. Hast du die mitgebracht? Ich weiß nicht genau. Die ganzen CDs sind hinten bei der Anlage. Ich geh mal gucken. Tschüss. Sie. Leg jetzt nicht auf. Skati, ich kann jetzt nicht. Wir sind verabredet, schon vergessen. Okay. Es war echt schön mit dir, aber es ist vorbei. Ich liebe meine Freundin, ja? Und es... Es tut mir echt leid, aber es liegt nicht an dir. Die CD ist nicht da, ich muss noch mal los. Aber ey, es ist 20 nach. Ohne Over the Rainbow geht's nicht. Ich bin gleich wieder da. Sei aber bitte vorsichtig, ja? Das Zeug ist keine Bachblütentherapie. Ohne die Ärzte mache ich sowieso überhaupt nichts. Sag mal, ich gehe gleich noch zu Lillys Party. Kommst du nach? Ja, klar. Ich will ja nicht stören, aber kann ich zahlen? Den werde ich haben. Ich bin nämlich mit einem alten Freund verabredet. Weißt du, wo mein Schlüssel ist? Was machst du hier? Ich bin mit Tim verabredet. Weißt du, wo er bleibt? Was? Ich dachte, du wüsstest es längst. Nein. Ich glaub dir kein Wort. Tut mir leid, aber Verdrängung hilft dir jetzt auch nicht weiter. Lilly, warte. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und willkommen im echten Leben. Lilly, da bist du ja. Es geht gleich los. Dieses Arschloch. Ist die Party vorbei? Was machst du hier? Wir waren verabredet, schon vergessen. Wie bist du hier reingekommen? Durch den Kamin, wie der Weihnachtsmann. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich glaube, meine Freundin hat gerade mit mir Schluss gemacht. Habe ich mir fast gedacht, dass die Party nicht mehr so lange dauert. Sie war eben hier. Lilly war hier? Ja. Ich habe ihr zum Geburtstag gratuliert. In dem Aufzug. Du hast ihr alles gesagt, oder? Es war nicht nötig. Wollen wir dann?
Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich jetzt mit dir in die Kiste springe, oder? Ja, natürlich. Du bist doch jetzt wieder solo. Du hast keinen Grund für Gewissensbisse. Raus hier. Was soll das? Raus hier. Du willst doch dieser kleinen Ziege jetzt nicht hinterherrollen. Verpiss dich. Muss mit meinen Sachen? Hallo? Ja. Letzte Gelegenheit, vernünftig zu werden. Guten Abend. Wo hast du denn die ganze Zeit gesteckt? Mich amüsiert. Oder es zumindest versucht. Wieso? Daniel hat's auf mich abgesehen. Auf die eigene Mutter? Pfui. Er verdächtigt mich. Er glaubt, dass ich Marie angegriffen habe. Und hast du ihm die Wahrheit gesagt? Wenn ich auffliege, dann... Dann fliege ich auch auf. Ich kann schon im Schlaf. Kapierst du nicht, dass du hier keinen Stich mehr machst? Ich fühle mich wie das Kaninchen vor der Schlange. Ja, dann nimm die Hoppelbeine in die Hand und sieh zu, dass du verschwindest. Kann ich? Was? Ich kann nicht einfach gehen. Verstehst du das denn nicht? Ehrlich gesagt, nein. Falkenthal ist mein Leben. Ich habe mir das alles hier aufgebaut. Ich will einfach nur, dass es wieder so ist, wie es war. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Auf jeden Fall nach dem Kaninchen. Hier ist doch meine Familie. Die dich gerade wie eine heiße Kartoffel fallen lässt. Komm, lass uns gehen. Die kann doch nicht einfach gehen. Wie du meinst. Dann noch viel Spaß mit der Schlange. Nein, Sitges ist Billigtourismus. Wie sieht's denn mit Dubai aus? Insel mit eigenem Helikopter. Ja, das klingt doch ganz spannend. Ja, ich melde mich. Du willst abreisen? Ja, du wirst es kaum glauben, aber so langsam wird mir Falkenthal zu langweilig. Komisch. Dabei war hier gestern noch die Hölle los. Ach ja? Ach, Lillys Geburtstag. Wie war's denn? Das weißt du noch gar nicht? Lilly hat sich von Tim getrennt. Ach, wie traurig. Ausgerechnet an ihrem Geburtstag. Warum hast du das getan? Was denn? Mit Tim geschlafen. Weil er auch mit mir geschlafen hat. Du hast die Beziehung meiner besten Freunde zerstört. Sag mal, schämst du dich überhaupt nicht? Nein. Ach, und übrigens, das hier habe ich gefunden. Solltest du besser darauf aufpassen. Sonst kann ja einfach jeder in eure Wohnung. Weißt du was? Ich finde auch, du solltest sofort abhauen.